die Fall rauszufinden. Okay, jetzt geht's los. Ethan, ist alles okay? Ich konnte es nicht. Wir haben ihn nicht getötet. Wir haben ihn nicht getötet. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Was? Ja klar. Oh, was die Noe? Die Fuchsi, die Noe will er haben. Hier, Noe. Okay, gut. Weiter geht's. Und ich konnte nicht. Blaschidesh, danke nochmal. Dankeschön. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Hä? Wie? Ich sehe da auch... Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Okay. Okay, Chad. Aha! Oh, Chad, was soll man machen? Chad! Oh, komm, lass mich. Chad, jetzt kommt's drauf an. Sollen wir ein bisschen die Romantik fliehen lassen? Sollen wir die Romantik fließen 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 lassen? Sollen wir die Romantik lassen. Sollen wir die Romantik fließen lassen? Oder wird mich Madison sonst immer verlassen? Sollen wir die Romantik... Okay, gut, also ich bin die... Gut, wir gehen weiter. So. Oh, küssen, na klar, küssen, mal, gib her da. Bin da. So. Gib her. Oh. Ihr habt alle gesagt, küssen, weil ihr Romantiker seid. Das habt's von mir, weil ich euch ja großgezogen hab als kleine Romantiker. Oh, ja, her damit. Oh. Jetzt Herrst, das ist ja... Jetzt wird hier aber, jetzt ist aber die Liebe im Raum. So wie in der Community die Liebe hier ist. So. Kreis. So. Okay. Jetzt reicht's aber. Was, Ibe? Ich will keinen blöden Witz machen, weil das könnte man alles wieder umdrehen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ja wie bei beim Korn und mir beim... Jetzt muss auf der... Wisst ihr was? Das kann alles nach hinten losgehen, ne? Also deswegen sage ich jetzt lieber nichts. So. Du musst lieber genießen. So. Ne? Also. Oh. Okay, ich mach nichts. Also ich muss es machen. Also. So. Ne? Also das ist jetzt... Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich möchte das nicht, dieser Schmuddelkram. Das sieht die Kirche nicht gern. Ich sag euch, wie sie ist. Aber ich mach's trotzdem. Oh, was? Oh, Moment! Jetzt geht's mir ein paar zu schnell. Noah! Bitte! Was war jetzt? Was mache ich jetzt? Das war komisch. Was machen die, Noah? Ich schau nicht hin. Ich verspreche es dir, Noah. Noe, ich schau nicht hin! Okay, gut. So, ne? Mit Kleidung, so wie man es. Das ist der Christian Channel. Der sieht so, da kommen die Zuschauer. Wir sind nur 50 Zuschauer mehr geworden. Danke, du Plaschdash! Die machen einfach ein neues Kind. Oh Gott, ich will das ganz aber nicht laut sagen. Das ist ja dunkel, was du da sagst. So, Leute, vielen Dank auch nochmal. Oh, jetzt. Ja, aber neben am Bett, das hat man nicht so smart, oder? Das ist ja kalt auf dem Fußboden. Wie war das mit, ist nichts für dich als der Sohn? Naja, das Ding ist aber, er hat ja... Oh, okay, ganz vorsichtig müssen wir jetzt... Weil sie darf nicht aufwachen, Chat. Das ist so wie, also er hat auch nur einen Finger, weil wir uns einen Finger abschneiden müssen als Test, ne? Das ist, wie gesagt, wenn man aus dem Bett sneakt, da darf man auch keinen Furz machen. Das ist, ich sage euch, wie es ist. Ich sage euch, wie es ist. Haben Bett verfehlt. Ja, keine Zeit mehr gehabt, ne? So, okay. So, weg damit. So, und jetzt geht er einfach. Jetzt geht er einfach. Jetzt stiehlt er noch irgendwas und jetzt geht er dann. So, also, okay. Ne, ich lege mich. Was kann ich da machen? Er gibt mir noch einen Kuss. Na, sicherlich.
Ein guter Nachkuss, ne? So. Da darf man auch keinen Furz machen. Was ist mit dir? Lass uns wach! Ich hab schon zu viel Zeit verschwendet. Ich muss die letzte Prüfung schaffen. Sonst wacht man ja auf! Warte mal, okay. Die Sache zwischen uns hätte unter anderen Umständen eine Chance gehabt. Ja, ist doch... Okay, warum ist doch nicht vorbei, oder wie? So. Sie schläft noch. Kein Abschied, keine Erklärungen. Hä? Ich gehe, bevor sie aufwacht. Nein! Jetzt nimm's doch mit, die Madison. Warum ich renne da unter Hosen nochmal dumm? Tweety, danke für 6 Monate. Tweety, wie geht's? Dankeschön. So, jetzt mal ein Dingslauf machen, ne? Zeitverschwendung, okay, danke für nix. Was jetzt? Achso, warte, die Kleidung liegt am Boden, oder wie? Tweety, gibt's ein Tweety mal für 6 Monate ein paar Kakteen? Dankeschön. Leute, ihr seid heute so großzügig. Vielen Dank nochmal, auch noch einmal. Ich bedanke mich noch einmal eine bei allen. Dankeschön vielmals, vielen Dank. Kann man sie noch zudecken, wäre nett. Ja, das vermisse ich immer an Spielen, dass man die nicht mehr zudecken kann. Wenn ich sehe, dass der kleine Zeh von der Noah entblößt ist, decke ich immer zu. Das muss sein, zudecken muss sein. Ich decke immer zu, wenn ich sehe, ne? So, okay. Also, der Noah, ich decke immer zu. Ja, ich decke dir nur immer zu. Weil muss ja so sein. Sie ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Okay, so. Aber den nächsten Schritt muss Hopsala. Ich alleine machen. Dich würde ich auch zudecken. So, was ist jetzt? Ah, das ist ihre Jacke. Oh, und aus ihrer Jacke ist ein Notizbuch rausgeflogen. Oh, oh. Und ein Handy. Oh, oh, oh. Ich hab da noch nicht keinen Hunger. Danke noch. Topfkulage, danke für 18 Monate. Also wir sehen, sie beobachtet ihn. Sie beobachtet ihn. Topfkulage, danke schön. Topfkulage, schön, dass du da bist. Oh, und Notizen über ihn. Weil sie ist eine Reporterin. Wie wir bemerkt haben. Wir wissen ja, dass sie eine Reporterin ist. Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ich will eine Donation. Ethan, was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Drama. Drama ist in der Haus. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... Jetzt kommt alle Tanzlicht. Ich wollte unbedingt die Story... Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Seinen Sohn eben, ne? Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Verzeihen! Chat! Abweisen oder verzeihen? Chat, Zimmer, hammerhart! Sollen wir die Romantik fließen lassen? Wir könnten auch noch mal küssen. Sollen wir die... Könnten auch! Verzeihen, alle sagen verzeihen. Oder sollen wir vorher Wasser lassen? Oder so. Okay. Verzeihen. Sollen wir die Romantik fließen lassen? Sollen wir die Romantik fließen lassen? Oder sollen wir vorher Wasser lassen? Das ist die Frage, die man sich stellt im Leben. Ne? So, also. Gut, dann verzeihen. Das ist jetzt alle verzeihen. Dann verzeihen wir. Dann verzeihen wir. Ich verzeihe. Ich, okay, wir verzeihen. Wie gesagt, ich glaube das. Wie gesagt, sie hat ja mit ihrem Sohn, ne? Sie hat ihm Wasser lassen. Na, dann will man. Nee, also man muss ja schon sagen. Georg, danke für den Raid. Dankeschön. Georg, wie geht's, mein Schatz? Dankeschön für den Raid.
Vielen Dank, Georg, weil das wird jetzt romantisch da. Das ist wie bei uns, als wir uns kennengelernt haben. Weißt du noch, wie es war? Georg, danke schön für den Raid. Also, wie gesagt, verzeih mal, oder? Verzeih mal schon, ne? Übrigens, ich habe nur den Follower-Mode an. Also, bitte nicht sauer sein, ne? Den habe ich nur angemacht, weil damit die Leute bei dem Spiel nichts spoilern. Aber ich hoffe, das verstehst. Danke nochmal, Georg. Danke schön. Und vielen Dank an alle Raider. Wie gesagt, wir haben nur den Follower-Mode an, damit keiner spoilert. Ne? Weil das ist ein Spiel, da kann man ein bisschen spoilern und deswegen haben wir das. Nichts gegen euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ich hoffe, der Georg hat ein schönes Lied gesungen. Wie das auch so gern macht. Dankeschön noch einmal. Okay, dann verzeihen wir. Wir verzeihen. Danke nochmal. Verzeihen. Wir verzeihen. So. Kuss. Aber nix. Es tut mir leid, Eve. Ja. Aber ist aber besser so. Es tut mir so leid. Ja. Er hätte verzeihen. So. Beat me. So, okay. Er hätte verzeihen. Gut. Du gehst. Nicht wahr? Zur letzten Origami-Figur. Die letzte Prüfung, Chad. Wir schauen mit den letzten Buchstaben. Die letzte Prüfung. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. So sieht's aus. Ist auch besser so. So. Zieh deine Hose. Und geh. Okay. So. Sie könnte ihr helfen. Stimmt. Eigentlich könnte sie helfen. Oh, bitte pass auf dich auf und mach alles alleine. Ich hol was zu essen. Nicht weggehen. Ich bin in 10 Minuten zurück. Okay, Chad, es gibt... Wisst ihr, was das Geilste ist? Nachdem er ein bisschen Romantik war? Nachdem er romantisch war und das ist und das Beste, was man dann holen kann? Nett. Na, gibt's was Schöneres als neu zu... Ah, das ist herrlich. Ich sag dir, wie es ist. Die Fuchs, ich sag, wie es ist. Du weißt es doch. So, jetzt gibt's einmal richtig geile Mettbrötchen. Jetzt wird richtig einmal richtig geiles Mett geholt. Richtig nice. Richtig gutes Frühstück. Richtig schön mit Zwiebel drauf. Herrlich. Jetzt gibt's ein Mett. So. Die Scham, mein Schatz. Danke für 3 Monate. Dankeschön. Ich glaube, ich verliebe mich langsam. Na? Ins Mett. Tisha, danke schön! Ich hatte solche Angst, dass er mir nicht glaubt. Danke für den Falsch Danke gedacht. Für 3 Monate, Tisha. Ich hätte alles früher zugeben sollen. Jetzt müssen wir seinen Sohn finden. Okay. Und ich weiß auch schon, wo wir anfangen. Okay. Geil, schönes Knoblauchjagd. So ist es, so muss wir sein. Wir finden seinen Sohn und beweisen seine Unschuld. Okay, ich jetzt, Leute. Helfen. Wir holen richtig jetzt, geiles Matt. Bin. Geiles Matt holen wir jetzt. Matt ist am besten vor, falls man dabei Hunger kriegt noch. Wo muss ich hin? Hey, wo muss ich hin? Oh, Chad, wer ist denn da? Oh. Cops. Sie suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Oh. Okay. Leute, das dürfen wir jetzt nicht verhauen. Für Ethan ist es gelaufen. Halt dich da raus. Nein, Chad, du bist durch. Ich meine Maschine und weg hier. Nein! Hey, geh doch rein! What the fuck? Madison! What the fuck is happening? Zu spät. Madison! Ich bin verhaftet und kann seinen Sohn nicht retten. Leute! Es tut mir leid. Leute, what the fuck is happening? Leo Sof, vielen Dank für 4 Monate. Chat, warum geht sie nicht rein? Hallo? Nein? So leid. Oh, jetzt! Okay, Chad! Okay. Komm schon, wie war die Nummer? Chad, wie war die Nummer? Oh Gott, wie war die Nummer? Ich. Das Ding ist, ich bin nicht reingekommen. Das war ein Bug. Leosov, danke für 4 Monate. Dankeschön. 207? Okay, 207. Glatzern an der Night, so wie du heißt. So. 207! Schnell! Komm schon, na los! Danke nochmal, Schon ab! Hallo? Okay. Die Cops. Sie sind im Hotel. 0815. Du musst von hier verschwinden. Okay, Chad, jetzt geht's los. Jetzt dürfen wir es nicht verhauen. Oh. Okay, oh, da die Polizei. Chad, die Polizei ist da. Oh Gott. Wir haben ihn immer noch nicht. Ich bin da. Komm rauf. Dieser, halt meine Hand. Ich komm zu dir, mein Schatz. Okay. Sweet Devil, danke fürs erste Jahr! Da hinten steht der Erik im Bademantel, schön herrlich! Weg! Oh. Okay. Rechts! Oh, rauf!
Danke nochmal, Sweet Devil, wie geht's dir, Mensch? Schön, dass du da bist. Okay, ich bin... Oh, gedodged, Mann! Okay. Oh Gott, ich will das nicht verhauen. Oh, shit. Oh Gott, Emma, ich will das nicht verhauen. Oh Gott, da kommt aber die Polizei, sie wird auf der Gamescom. Okay, Chad, jetzt ist es soweit. Wir sind in der Sackgasse. Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände. Scheiße, ich hab's verhaut. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Springen! Fuck the police! Verdammte Scheiße! Au! Lauf! Hickerlein! Ich habe mich verrissen! Bitte helfen Sie mir! Raus! Hey, was soll denn das? So. Wir sind weg. Weg! So. Da hätten wir viel verhauen. Tobi, bist du's? Da hätten wir viel verhauen können. Da hätten wir viel verhauen können. Ne? Herr, als ob die den nicht bekommen haben. Die haben doch noch Heli. Du hast eigentlich Unrecht. Das ist der Privatdetektiv, der, Scott Shelby, der auch den Fall des Origami-Mörders untersucht. Ne? Das gab auch nur im Spiel. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ne? Als ich Smet genommen habe, ohne zu bezahlen. So, wir gehen rein. Hallo? Und wie weit sind wir? Ich sag alles, wir sind ziemlich am Ende. Wir haben noch eine Stunde circa vor uns. Würde ich sagen. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Und sie ist in meinem Zimmer. Oh. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Oh. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Ah, wie? Genau. Das ist auch einer der Verdächtigen, der Dude, der Alte da. Sein Sohn. Wir glauben nämlich, dass der der Origami-Killer ist. Ne? Viele Menschen soll er denn noch umbringen. Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Aui! Das ist wie die Noah, wenn ich wie das letzte Schokopons gefressen habe. Aua! Au! Wo sind wir jetzt? Im Haus des Meeres. Oh. Oh. Ja. Oh. Die Walking Man, danke für den Monat. Dankeschön, Walking Man. Wie geht's? Oh. Jetzt gehen wir ein bisschen planschen, gehen wir gerade. Oh Gott. Oh oh. Walking Man, danke für den Monat. Dankeschön. Oh oh. Lauren, aufwachen. Lauren! Oh oh! Jetzt drückt's langsam ins Wasser rein! Verdammter Idiot! Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung anschaue. Ja, das weiß ich! Oh, was ist das? Achso, da kann ich das. Ah! Okay, nimm meine Dings mit! Und schnell durch! Verdammt! Fake! Wie geht's dir, mein Schatz? Jetzt pass auf, ich passe hier auf. Geht's immer da, wir sind befreit. Ich bin der freie Mann. Go! Lauren, wach auf! Komm! Ich hoffe. Nein, doch nicht! Nein, bist du deppert? Du musst die Lauren noch aufwecken! Lauren! Wach auf! Aufwachen! Lauren! 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 Oh, jetzt wird's langsam knapp. Oh, shit. Lauren! Lauren!
Okay, jetzt auf! Raus! Raus, 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 Schild! Raus! Raus! Schwimmflügel an, die Chadwick Free will schwimmen! Komm raus jetzt! Schwimmflügel, Chad! Nicky Ghoul! Hab ich sie jetzt eh mit? Ja, ich hab sie! So wäre ich auch, ich würde euch auch mitnehmen! Für ihr Ferkel würde ich so und schwimmen! Ne? Hab ich richtig gemacht. Prozedurgeräte würde ich auch machen. Würde ich machen. Die Noah ist am Ende kein Hund. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Das haben wir gut gemacht, Tippy Seven. Sei vorsichtig, Scott. Skylamel! Komm aus dem Wasser, aber die Kleidung ist trocken. Die sind trocken. Die sind doch trocken, oder? Also, ich meine, die sind doch nass. Da lernt man beim Seepferdchen. Das haben wir gut gemacht, Chat. Ich bin stolz auf euch. Ich war mir nur nicht so sicher, als Sternenblut, als die war bewusstlos, da wollte ich sie aufwecken, hat so gemacht. Ich dachte, Sternenblut, was ist jetzt los? Da müsste das Sternenblut aufwachen, wir gehen. Hab mir gut gemacht. Bin stolz auf euch, auf jeden einzelnen von euch. So. Und wütend. Super, Enasso, super gemacht. So, und was muss ich machen? R2. Die wird für alles zahlen, was sie getan haben. So sieht's aus. Wehe, jemand versucht mich aufzuhalten. So sieht's aus, richtig einem Arsch jetzt. Bam! So, und jetzt geh ich rein. Ah! Ich bin da! Die Handzeugung! Aufmachen! Wie gesagt, so ist. Wo sind wir gerade, Chat? Wo sind wir gerade? Beim Bewerbungsgespräch. So, Gehaltserhöhung! Auf! Beim Erik. Bam! Oh. Ha! Gehaltserhöhung! Bam! Bam! Urlaub! Oh! Mehr Urlaubstage! Oh! Bah! Huh! Oh, oh Gott! Bam! Bam! Bah! Alle! So! Da haben wir aber richtig aufgeräumt! Oh Gott! Wie viel Munition hat denn der? Ich hab gar nicht hingeschaut. Hab grad Mettbrötchen gegessen, nichts gesehen. Bam! Und so schießt er. Oh shit! Alle weg! Renn! Hallo? Okay, bin da. Stopp! Und mehr Pension. Nicht weiter! Oh. Ich schieße! Dankeschön, Entschuldige. Blöder Wichser. So. Wo ist mein Gehaltserhöhung? Oh. Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein! Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Ha! Oh. Ja, das, und das ist das, wenn man die Absage kriegt. Na, ich habe beim Erik auch gefragt, Gehaltserhöhung, und dann hat er mich um den Tisch geworfen. Na. Was soll man machen, Plaschidesch? Manchmal funktioniert's, aber was soll man machen? Na, so. Sie Scheißlügner! Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Stopp. Stopp. Bitte. Ich packe aus. Ich sage alles.
Gordy. Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Aha. Erzählt nicht. Erzählt nicht? Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Das war schon ein bisschen gemein. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle. Das habe ich ganz vergessen. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Dann gehen wir zur Mama. Dann gehen wir zur Mama. Vielleicht gibt es was zum Essen. Oh oh. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Ich kann ihn nicht sterben lassen, obwohl er es verdient hat. Sollen wir ihn machen oder nicht, Chad? Sollen wir ihn helfen oder nicht? Verdammtes Arschloch. Helfen oder nicht? Für die Leute, die es wissen, also wissen, dann klingt das so, als müsste man. Aber ich sag nur, es hat, glaube ich, keine Auswirkung, aber sollen wir es machen oder nicht? Helfen. Er sagt, aber vorher 20 Leute abknallen. Dort ist die Killer, er hat nicht unrecht. Er soll sterben. Dann er sagt alle, wir helfen ihn. Okay, wir helfen ihn. Wir sind ein guter Mann. Wir sind ein guter Mensch. Man besiegt ja das Böse nicht mit Bösen. Ne? Sonst haben wir nur Krieg. So, nimm die Tabletten. Hier, kriegst du Tabletten. Hier ein Gel Revoice. Da bin ich dabei. Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Da hat aber richtig aus, das ist eine richtige Party gewesen. So war es wahrscheinlich, als ihre Geburtstag hat. Da hat es richtige bombenbastische Stimmung gemacht, ne? So, jetzt spielen wir sie. Ach so, schnell wirkt die Tablette. Ja, ein Spray eigentlich, oder? Eigentlich so, also, ne? Jetzt musst du aber auch noch die 10 Wachen helfen. Die kriegen jetzt alle Tablette beim Rausgehen. Die kriegen jetzt alle Tablette und einen Kuss kriegen sie auch noch, ne? Sicherlich. Kriegen alle, okay? Mr. Rollo, danke für den Prime-Sub. Dankeschön. Gib's aber den Mr. Rollo für den ersten Monat Bagger-Team. Dankeschön, Mr. Rollo. Herzlich willkommen. So. Genau. Wir sind jetzt... Oh, genau. Wir gehen nämlich jetzt, glaube ich, zu... Ich glaube, wir gehen jetzt... Ich will es nicht sagen. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Die Mutter von John Shepard. Also wer sich nicht erinnern kann, wir waren auf dieser Baustelle. Und auf dieser Baustelle, da waren zwei Kinder, die haben gespielt auf dieser Baustelle eben. Und eines der Kinder ist beim Versteckenspiel gestorben. Das ist in diesen Abfluss gefallen und oder ist gestorben. Ich meine, dem gesagt, das ist, also ja, ich glaube, ja. Und jetzt suchen wir nämlich, weil es irgendwie was damit auf sich hat, gehen wir diesen Fall nach und sowas. Und die Mutter ist hier auch in dem Krankenhaus. Red Lilia, danke für drei Monate. Wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist, Red Lilia. Gib's mal ein Ball für Red Lilia. Danke fürs dritte Monat, mein Schatz. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Anne Shepard ist da. Bitte tragen Sie sich ein. Ich habe keine Zeit, die kennt mich. Wir waren gestern wieder was trinken. Das war super. Die hat viel getrunken. Gehören Sie zur Familie? Ja, ich bin der Bruder. Ja, das könnte man sagen. Genau. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Weiß ich. Bis jetzt war noch nie jemand da. Ja. Sie hat Alzheimer. Sie erinnert sich kaum noch an etwas. Also. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Okay. Danke. Okay. Gut, das hätten wir. Gut. Na, also. Okay.
Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Genau. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Alzheimer, das muss auch Arsch sein. Also ich weiß nicht, also Alzheimer, das, also zum Glück ist meine Familie oder irgendwie nicht betroffen davon. Ich suche Zimmer 19. Aber davor hatte ich super Angst, weil, wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie, da ist ja alles vorbei. Wisst ihr, was ich meine? Da hatte ich Angst davor, eine Blume, die, was ich in Lady Wolfs Haare gefunden habe. Alzheimer, welches Zimmer? 19. Also Alzheimer ist, da habe ich, ich bin zum Glück nicht, meine Familie hat das nie gehabt und sowas, ne? Da bin ich auch Krebs, also ich habe eigentlich, ne, alles gut, aber das wäre scheiße, ne? Das wäre ja auch ganz Arsch, ne? Also da, ne? Aber ich könnte demselben Witz öfters erzählen, ne? Das ist, ne? Aber natürlich ist es Arsch. Hab in der Pflege und hab schon alles, ja, okay, krass. Ja, ich, natürlich ist es, ne? Kannst dich wenigstens daran erinnern. Das stimmt. Ja, Klopf auf Holz. Stimmt. Und Opa hat Alzheimer und dachte, meine Tochter sei... Hallo, Mrs. Shepard. Oh. Ah. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Ist schon Zeit. Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Gail Revoice, ich hab's da. Oh. Vielleicht ist Alzheimer doch resoniert. Na, das kann natürlich sein. Sohn. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Sohn, Mrs. Shepard. Mein Sohn? Ich hab keinen Sohn. Was? Oh, Lenny, tut mir leid. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Na, das ist aber nicht wahr! Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard. Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Aha. Wie hieß die Pflegefamilie? Sag's ich schon! Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Na, das ist wieder Sie typisch. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Die verwöhnte Jugend. Fernsehen zu schauen. Ja, die verwöhnte Jugend. Ich will Fernsehen schauen. Ich will nicht lernen. Ich will ein Talkshow. Die verwöhnte Jugend. Da haben wir es wieder. Da haben wir das Problem in der heutigen Jugend. Ich sag's euch, wie es ist. Man kann machen, was man will. Ich will Fernsehen schauen. Aber ich habe hier ein schönes Buch. Ich will aber Heidi Klum. Ihr wisst, schrecklich. Schrecklich, die Jugend von heute. So ist es. So, was wollt ihr jetzt? Canopy Square. Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Die kommen halt, gibt's Schnitzel nur. So, aber warte mal, John. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Oh! Er ist ein wirklich guter Junge. Auf einmal! Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Nein, ist natürlich Alzheimer und das ist natürlich nicht lustig. Aber ich habe mich auch nicht jetzt über Alzheimer lustig gemacht. Nur nicht, dass man das falsch versteht, dass irgendwer von euch... Oh! Meine ich natürlich nicht böse. Ich hoffe, dass ich mal keine Übel. Hallo Kapuz, danke für 18 Monate. Dankeschön. Ich weiß, sie kann nichts dafür. Das war ein Scherz, das war ein Joke. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, das wäre das Schlimmste überhaupt. Aber, ja, darf man sowas erzählen, da kriegt man doch einen Schock, solche Sachen zu erfahren. Gib keine Tabletten. Danke nochmal, Kapuze, für 18 Monate. Wie geht's dir, mein Schatz? Gibt's ein paar Kapuze? Ich habe mir natürlich nicht drüber lustig gemacht. Ne? Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Ich hoffe, Geowulf, ich hoffe. Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Tja. Alzheimer-Patienten oder dementerkrankte Patienten sind meine Liebsten. Mit denen kannst du immer schön Quatsch machen, wenn sie mitmachen. Echt? Ist das so? Okay. Aber wie gesagt, ne? Was haben wir denn da? Was haben wir da? Papierflieger machen. Hallo, jetzt Milare, wie geht's? Was haben wir da noch? Ein schönes Bierchen. Kommt da mal, Mama doch. Bitte an alle.
bitte keine Spoiler, auch keine Fake-Spoiler, weil ich habe gerade ein paar Fake-Spoiler. Also, ne? Was machen wir? Chat, was machen wir? Was machen wir? Ein kleiner Honigvogel, was machen wir? Ein Hund. Ein kleiner Hund. Chat, wir machen einen Hund. Machen wir einen Hund? Hä? Machen wir einen kleinen Hund? Hä? Was machen wir denn jetzt? Mama, die Oma ist es. Die stellt sich doch blöd. Ne, okay, wir machen einen kleinen Hund. Ne? So, bitte auch keine Fake-Spoiler, ja? Also, wie gesagt, er reißt sich noch ein bisschen zusammen, ja? Oh. Bist du deppert? Oh. Vielen Dank fürs Ritter, Monat, Dankeschön! Vielen Dank! Was, wieso hat sie dein Buch? Das ist eine gute Frage eigentlich. Danke, Amy! Ganz kurz. Sie können auch. An alle Leute im Chat. Ich sehe gerade, dass da gerade sehr viel Spoiler gelöscht werden und sehr viel Fake-Spoiler. Lest jetzt für die nächste halbe Stunde nicht den Chat. Ich sage euch wieder, wenn ihr den Chat lesen könnt, aber lest ihn nicht. Lest den Chat nicht. Lest auch Donation oder Sub Alerts nicht. Lest es nicht. Lest den Chats nicht. Also wie gesagt, weil ich habe ein paar, es reichen auch Fake-Spoiler. Ich habe ein paar Fake-Spoiler gelesen, ich habe ein paar, ne? Also ich sag's euch nur, um euch denkt, aber reißt euch noch zusammen, ja? Also wie gesagt, oder mach Emote-Only-Chat, ja? Also macht's, also auch keine Fake-Spoiler. Die kleinen Hundefalten. Meine Was? Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max. Maximilian. Ich sag alle wieder, wenn dein Emoji-Chat rausgeht, ja? Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Sehr witzig. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Was können die noch machen? Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Was können die noch machen? Ich darf keine Zeit verschwenden. Was soll ich noch machen? Ich werde hier nicht mehr erfahren. Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Was haben wir... Jetzt muss das Stirn bei der alten Frau. Das ist aber unfair. Was haben wir da für ein Foto? Oh! Sind das ihre Kinder, Mrs. Shepherd? Schön. Schön. John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Da haben wir's. Ihr das Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Emoji mache ich dann echt wieder aus, wenn ich sage, es wirklich nicht leicht. Okay. Was haben wir da unten? Nix. Da hat's nix mal drin. Nicht mal ein Schokoriegel. Nicht mal ein Wildfood. Schrecklich. So. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Was haben wir da? Oh, da hat sie Origami-Figuren. Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Okay. Gut, ich glaube, wir können rausgehen. Geh mal aufs Klo, mach mal einen kleinen Dusche. Ja, komm, das ist jetzt wichtig, dass das Make-up sitzt oder wie. Der Eyeliner ist schief oder was. So, nee, wir haben nur kurz Emoji-Chat-Only drin, damit halt keine Spoiler, ne? Es hat auch bis jetzt super geklappt. Ricochet kann ja schreiben, ne? So. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören, erinnere dich. Was können wir nochmal tun? Ich weiß, was ich tun muss. Warte mal. Da ist eine Frau, eine Pflegerin, oder? Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte.
Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Gut. Ah, warte mal. Da haben wir... Was haben wir da? Dinge, die sie zurückversetzen. Chat, was können wir hier... Also, ja, ich kann euch ja gar nicht fragen. Okay, ich mach's einfach, weil ihr nicht mit mir redet. Ihr lasst mich ja da ganz alleine. Ihr redet ja nichts mit mir. Da muss ich alles alleine machen. Dann nehme ich eben die Blume. Ich schenk's mir ja keine. Schenk's mein Sohn. Ich muss alles allein machen. Ihr redet nichts mit mir. Heute ist wieder anstrengend. Ich bin ganz allein. Ich sag euch, wie es ist. Krieg nix. So, ich bring euch aber eine Blume mit, weil ich euch liebe. Ihr setzt mir das wert. Kriegt eine Blume. So, wer will die Blume haben? Sagt keiner ich. Kriegt alle keine Blume. Na, ihr seid ja wirklich. Auf euch ist Verlass, da haben wir es wieder. Sei nicht frech, ich kann doch meckern. Hey. So, wir gehen weiter. So, nein, ich weiß nicht. Wir haben nur den Emoji-Only wegen, ihr wisst es. Ich will euch das selber nicht verderben. So, hier ein Blume. Hallo, ich bin da. So, ich will euch das ja selber nicht verderben. So, hier ein Blümchen. Eine schöne Orchidee. Da haben wir es. Eine Rose. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Ja. Wir pflanzen sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Oh, ihr Sohn. Ja. Yeah. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Die Burnhammer. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Die Stimpansons haben den aufgenommen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Und die Eggenheimer waren die Nachbarn. Ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Muss ein schlimmer Name sein, der so reagiert. Ja, also, sie weiß den Namen. Und das ist die letzte Prüfung, Ted. Die letzte Prüfung, die was wir machen müssen. Die letzte. Ich werde den Emoji noch nicht rausgeben. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Ja. Bist du Tempo? Papaufsteller, danke für den Prime-Sub. Danke fürs erste Monat. Papaufsteller, mein Schatz, wie geht's? Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Die letzte Prüfung, Chat. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Das habe ich für Thumbnail gemacht. Hallo YouTube übrigens. So. Oh. Chat, was haben wir denn da? Einen Streamingraum. Wo ist das Pool? Wo ist das Pool? Ich bin bereit. Ich streame gerade. Ich möchte ab in die Wanne. Ich bin bereit. Wo ist das Pool? Kein Pool. Das ist noch ein alter Stream. So streamt man heute. Man streamt heute aus dem Pool. Ich sag euch, wie es ist. So, wir gehen. Wo ist jetzt hier? Hallo? Was haben wir da? Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, Chad. Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Nicht töten, um Sean zu retten? Lächerlich. Ich finde sicher einen anderen Weg, um ihn zu retten. Sean retten und sterben. Himmel. Er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Das Ding ist, wir haben den Dude nicht getötet. Das heißt, wir haben schon ein paar Textzeilen weniger. Wenn wir es machen sollen, wenn wir trinken sollen, wenn wir trinken sollen, dann das Getränk-Emoji, dann das Prost, das Ehre-Emoji. Wenn wir es nicht trinken sollen, die Sonnenblume. Yeah. Ja, nee, machst du das Getränk-Emoji? Das, weil das ist ja für Trinken. Und wenn wir es nicht machen sollen, Sonnenblume. Ich überlebe eine Stunde. Genug Zeit, um Sean zu retten. Das Ding ist, wir haben schon eine Textzeile weniger. Wenn wir es nicht machen, könnte Gift. Es sein, dass wir nicht mehr finden. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Oh, das ist jetzt aber sehr ausgeglichen, wenn ich ehrlich bin. Würde ich sterben, um Sean zu retten? Es ist, glaube ich, schon mehr fürs Trinken. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Okay. Ihr habt's entschieden. Ah, warte. Ich schau's mir mal an. Was ist denn da drin? Ein Red Bull oder wie? Okay. So. Na gut, dann. Ich glaube, es waren mehr für... Gut. Jetzt rennt die Zeit, Chat. Jetzt rennt die Zeit. Ihr habt's entschieden. Der Soundtrack ist so gut. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Wir hätten es nie ohne den Buchstaben geschafft. Also es... Aber ihr habt es entschieden. Es ist eure... Es ist cool. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt 16 Enden. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. GP7, ich sehe dich genau da und die Fuchsi. Und Philipp Morn, Satyr und Vanny. Konstabel mit schönen Bauchnabel. Sehe ich alle. Hummelhörnchen auf. Okay. Chat. Polizei sucht mich immer noch. Okay. Charalais, Wurzeloge. Schön, dass ihr alle da seid. Ich komm nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße, das muss doch irgendwie gehen. Ein Buchstabe fehlt uns. Und wir müssen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Okay. So, noch einmal. Oh, Entschuldigung. Habt ihr es gehört? Da war ein Geräusch zu hören. Hört's nochmal genau hin. Habt ihr das gehört? Das war ein Nebelhorn. So. Das heißt, ein Nebelhorn. Und ich glaube, dass das bei dem Wasser dann sein muss. Und ich glaube, dass das dann rechts oben ist. Ihr seht, Nebelhorn, Schiff, Hafen. Ich glaube, dass das so ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, dass das so war. Machen wir das, oder? Ich glaube, dass es das war, aber es ist schon so lange her.
Wir machen Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Ja, okay, wir machen das. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ich muss ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich nicht verhaue. Okay, wir fahren. Kate, wir fahren. Schnall dich an, wir fahren. Erdbeermichel, schnall dich an, wir fahren. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht verhaue jetzt. Das ist der Privatdetektiv, nicht der Privatdetektiv, das ist der echte, der Polizist ist das, der auch den Fall des Origami-Killers untersucht. Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Oh, das ist schwer. Weil nämlich, wie gesagt, uns rennt die Zeit ab. Wir haben keine Zeit mehr. Der Regen wird immer schneller, das Kind ist immer bäldiger tot. Und jetzt können wir ihn, auch bam, geht's langsam, hat er keine Zeit mehr. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Übrigens, seine Brille macht ihm Kopfschmerzen. Haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Oh, Erik! Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Chat euch in Chat. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Okay. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Minute. Wir haben noch eine kurze Pause. Und jetzt. So. Ah, shit. So. Er hat nämlich... Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Das Ding ist, nochmal, seine Brille hat die Nebenwirkung, dass er langsam verrückt wird. Er kriegt Nasenbluten. Und er muss so ein Mittel nehmen, was wie eine Antidroge ist. Und das macht ihm abhängig. Diese Droge macht ihm abhängig und die schadet ihm. Die schadet ihm und seiner Psyche. Und er hat sie gerade genommen, diese Droge. Er hat sich gerade. Man hat ihm entscheiden können, nimmt man die Droge oder nicht. Und wir haben sie gerade genommen. Das heißt, er hat sich gerade ein bisschen damit geschadet quasi. Ne? Also nur damit ihr wisst, das, was er genommen hat, war seine Droge, die er braucht, um. Das ist so wie Nikotinpflaster, nur in schädlich. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Und er sieht schon Sachen, die gar nicht da sind. Okay, Chad, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen den Fall lösen jetzt. Jetzt ist der Fall da. Okay. Ah ja, das ist das Ich war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Wir haben den Überwachung. Das schauen wir uns doch mal an. Das war da, als wir in diesem Club gegen den Dude gekämpft haben. Oder die Frau, wir wissen es ja nicht. Okay. Und was sehen wir da? Okay, der wirkt uns. Wir haben gekämpft, da war das Katana im immer. Ja, okay. Okay. Nix. Was haben wir noch? Was haben wir noch für Dateien? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Aha. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Okay, schauen wir uns das mal kurz an. Keine Fingerabdrücke. Shit! Das bringt nichts. Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Akten. Okay. Okay. Aber Chat, wir wissen, dass uns
die Zeit langsam abläuft. Oh. It's Marie, danke schön für 8 Monate. Wir wissen, dass uns die Zeit langsam abläuft. Gehen wir noch mal zum Video. Okay. Danke, jetzt Marie, fürs 8. Monat. Danke schön, mein Schatz. So, wir machen noch mal was. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Wo haben wir diese Uhr gesehen, Chad? Könnt ihr euch erinnern? Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Kopf. Okay. Und wer wird gerade befördert? Und ihr seht es im Hintergrund. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse. Und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Ted! Sind wir uns sicher oder nicht? Sollen wir den Blake beschuldigen oder nicht? Trinken ja, Sonnenblumen nein. Also glaubt ihr es, dass es der Blake ist? Wir wissen, dass es ein Cop ist, wir wissen aber nicht hundertprozentig, ob er es ist. Müssen wir auch sagen, ja? Okay, also nein, ich sehe mir ein Nein. Okay, weil das Ding ist, wie gesagt, ich weiß, er könnte es sein, aber wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, oder? Also, es ist ja so, ich würde sagen, ich sehe gerade auch mehr Nein. Okay, dann machen wir Nein. Okay, dann machen wir... Ah, scheiße, was fehlt mir noch? Oh Gott, jetzt kann mir nichts mehr erinnern. Was fehlt mir noch? Warte mal, was fehlt mir noch? Oh Gott, was fehlt mir noch? Mir fehlt ein Detail. Was fehlt mir? Mir fehlt irgendwie ein Detail. Kill the Diary, danke für 3 Monate! Scheiße, mir fehlt ein... Oh Gott. Mir fehlt ein Detail. Kampfsushi, danke dir auch! Dankeschön, Kampfsushi! Scheiße, mir fehlt ein Detail. Ich weiß nicht mehr welches. Welches Detail fehlt mir? Scheiße, welches Detail fehlt mir? Ich weiß nicht mehr, welches Detail mir fehlt. Danke nochmal, Kill the Diary, Kampfsushi, danke. Oh Gott, Nein! Ach komm, das ist ja eine dumme Steuerung! Komm jetzt! Okay. Karte? Das ist der Kreis, in dem das Ganze sein muss. Okay. Ihr seht's, der Hintergrund wird langsam, oder? Hinweise. Es muss in den Hinweisen sein. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Es ist zu lang her. Ich wusste. Blue Lagoon Video, das haben wir gehabt. Analysieren. Nochmal das schnell machen. Oh Gott. Ihr seht's, der Hintergrund. Okay, noch einmal. Alles analysieren. Geoanalyse. Was ist da? Das sind alles Polizisten, oder was? Scheiße. Was ist denn das nochmal? Oh Gott. Analyse impossible, okay. Nee, was muss ich tun? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Kann mir wer helfen? Einer meiner Mods oder sowas? Scheiße. Was war es nochmal? Ich wusste das mit der Uhr. Origami-Figur? Fuck, weiß nicht mehr. Und mir rennt die Zeit davon. Ich weiß es nicht mehr. Geoanalyse? Oh! Da kommt noch eines in Frage, oder?
Es gibt nur einen Kopf im Bereich des Geoprofils. Ja! Ja! Erwischt. Ted, wir haben's! Ihm gehört ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. Okay, Chad. Wir haben es geschafft. Das war spannend. Das war gerade für mich auch spannend, weil das wusste ich auch nicht mehr. Scheiße. Aber ich habe wieder... Ihr seht das. Ich leide unter diesen Nebenwirkungen von diesen... Wir gehen. Blake, du siehst mich nie wieder. Ist das sicher der richtige Wagen? An den Docks. Wir brauchen das SWAT-Team. Oh, und einen Helikopter. Heute? Ja, natürlich heute, Schwachkopf. Also, wir gehen jetzt zu den Docks. Und ihr habt es gerade gesehen, dass... also, wir wissen aber, es könnte aber immer noch der Blake sein, gell? Sag ich mal. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, das sind Noah. Nur ein paar Tage. Noah, wir müssen gehen, Noah. Bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Wie bei mir, so romantisch wie das immer ist bei uns. So. Macht ein paar Herzen, Chat, für die Herzenswärme. Oh, Chocotanta, wie geht's dir? Also, ich gehe mal davon aus, dass es dir gut geht. Und die Pizza. Okay. Das ist damals passiert mit dem Sohn, also mit dem Kind. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell, bin gleich wieder da. Oh. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Mama! Oh Gott, wo muss ich hin? Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. John kann das nicht lange aushalten. Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Wir kommen und retten dich. Schnell Hilfe holen. John ertrinkt. Ah, da hinten ist's. Okay. Dad, ich muss Dad holen. Okay, Papa. Ich kann John noch retten. Los, schnell. Hier ist niemand auf dem Gelände. Keiner, der helfen kann. Schnell. Papa. 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 Dad, komm schnell. John steckt in einem Rohr. Ertrinkt. Verschwinde, du Nervensäge. Das ist schwer. Du musst kommen, Dad. Na los, John stirbt, bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John stirbt, Dad! Was bitte! Was hab ich gesagt? Hau ab! Bitte, Dad, du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich, er will nicht! Bitte stirb nicht, John! Du darfst nicht sterben, John. Bitte. 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 Vergiss mir nichts, Cody. Ihr könnt den Emote jetzt ausmachen.
Das ist so gut, dass das ist so ein cooler Plot-Twist. Ist das kein Witz mit dem Beweis? Er hat ja die Beweise vernichtet, ne? Das ist so ein cooler Plot-Twist gewesen und ich bin... es hat, glaube ich, einer gespoilert, die wurde aber jetzt auch gesperrt, deswegen. Es ist einfach ein sehr cooles Spiel. Aber danke für die anderen, die nichts gesagt haben, die es vielleicht wussten. Und du kannst das Spiel halt so leicht spoilern. Und ich bin aber sehr dankbar, dass viele von euch es nicht gemacht haben. Aber ich habe keine Beweise. Nur die Aussage einer alten Frau ohne Erinnerungsvermögen. Also auch ganz kurz, weil ihr habt das alles so gut durchgehalten. Also es hat einer gespoilert, einer, der wurde auch gesperrt, die Nord hat den gleich gesperrt. Und das Ding ist, ich möchte euch auch dafür bitten, dass wenn ihr das jetzt zukünftig, wenn ihr irgendein anderer spielt und seid einfach so fair. Und ich weiß hundertprozentig, dass ihr so fair seid. Aber wenn jetzt ein anderer das Spiel spielt, geht's nicht in seinen Chat und verratet ihm das. Ja, also, das hat wunderbar bei mir geklappt. Ich würde sagen, die Großteil von euch hat das... Also, einer hat es, glaube ich, wirklich gespoilert. Aber ich hoffe, das habt ihr übersehen und es hat euch die Überraschung nicht verdorben. Ich will aber euch sagen, wenn ihr es woanders spielt oder woanders schaut, schreibt es bei denen dann auch nicht rein. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, es war für euch cool, das zu erfahren zum ersten Mal. Die Fuchsi, glaube ich, kannte es zum Beispiel nicht und sowas. Und lasst ihr dann auch die Freude, ne? Also, genau. Also, ich hoffe, in dem Moment ist es keinem aufgefallen, weil irgendwer hat im Krankenhaus gesagt, oh, das ist doch die Mutter von dem und dem. So, und deswegen, aber wie kann man mit Emotes spoilern? Promo, die Emotes wurden eingeschaltet, nachdem es gespoilert worden ist. Oh, ganz danke für 500, Dankeschön, weil irgendwer hat gesagt, hab gesehen, aber nicht gecheckt und vergessen. Okay, sehr gut, weil irgendwer hat gesagt, dass die Mutter, die Frau in dem Krankenhaus, die Mutter vom Scott ist. Und ich habe eher alle Wörter geblacklistet, aber ja. Es ist einfach cool, wenn ihr nicht gespoilert werdet. Also, würde mich freuen. Alles gut. Danke nochmal, Nathalie, danke für 5 Monate. Danke nochmal, Roggenhans. Dankeschön. Vielen Dank euch. Gebt's mal ein paar Kakteen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, genau. Spoil ist doof, ja. Es verdient halt den anderen Überraschung. Detektiv ist also der Sohn. Genau. Ah, keine Motte! Danke vielmals! Offen! Du hast es nicht verlernt. Offen bin ich im Tresor! Bin drin! Renn! Ich finde das Spiel super, nur die Chance fand ich mehr. Die ist ein bisschen tricky manchmal, ja. Die Wohnung des Origami-Kids. So ist es, Melchi, so ist es. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Mars ist. Tobe, danke schön. Vielen Dank. Aber welche Rolle spielt seine neue Freundin? Er hat, soll ich es erklären? Ich meine, jetzt ist es eh schon. Okay, pass auf. Was Scott Shelby gemacht hat, wie wir offensichtlich gesehen haben, er hat gerade alle Beweise vernichtet. Was seine Rolle war, dass sie es nicht verarbeiten kann, war aber nicht so ein starker Spoiler. Es hat jemand gesagt, dass Scott der Sohn von der Frau im Krankenhaus ist, die offensichtlich die Mutter vom Origami-Killer war. Also, ne? Und, okay, ich sag nichts. Ich sag's am Ende. Okay. Ich muss mich beeilen. Er kann jede Minute zurückkommen. Gut. Aber wer von euch hat's verstanden? Also, ich hoffe, alle, oder? Ne? Ich erklär's am Ende nochmal. Okay. Er war früher ein Cop. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Daher auch die Uhr.
Okay, habt ihr. Okay. Yeah. Haru, sehr gut, Haru. War nicht so kompliziert. Ja, ja, finde ich auch. Danke nochmal, Jube, danke schön. Ich gehe alle Zimmer durch. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Ah, seht ihr es? Deswegen sind die Kinder mitgegangen, weil er in Uniform war. Das ist ja keiner Polizist. So, ne? Hat ein bisschen gedauert. Ich werde euch das nochmal erzählen für die Leute, die es nicht so verstanden haben. Ist nicht schlimm, aber ich kann es. Mir wurde es damals auch gespoilert, leider. Ich hab diesen Plot-Twist nicht. Brill Mike, ich wäre. Das beste Ende ist nicht das beste Ende. Einer der schlechtesten Ende ist, finde ich, das beste Ende. Finde ich. Aber ich werde das Beste natürlich machen und euch dann das Beste aber zeigen. Also das Beste Schlechte. So. Shelby könnte jeden Moment zurückkommen. Okay. So, check. Shit, ich brauche das Passwort. Putzi 10! Putzi 10 ist das Passwort! Putzi 10! Origami! Putzi 10! Komm, gib ein! 10% auf Wildfood! Gib! Orchidee! Scheiße! Shepard! Ja, eins für Putzi 10. Scheiße. Was? Och, you fucking kidding me. Ich darf das nicht öfter falsch eingeben. Nein. Nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich weiß, was das Passwort war. Ich darf... Nee. Das. Ich darf es nicht öfter falsch eingeben? Seit wann denn das? Scheiße, ich darf das nicht öfter falsch eingeben? Seit wann denn das? Nur 3 Versuche? Ach so, ach komm, ja, so Bullshit. Also, ich weiß das Passwort, ich will es aber nicht euch sagen, ich will euch selber das bisschen, ne? Aber 10% auf die nächste Kinder sind für, oh Gott. Watanuki, okay, komm. Okay, jetzt. Okay, noch einmal. Also, ich weiß das Passwort. Wisst ihr es? Leute, was ist das Passwort? Was ist das Passwort? Schreibt das jetzt alle rein. Ich brauch das Passwort. Was ist das Passwort? Ich weiß es. Was ist das Passwort? Wisst ihr es? Schreibt das rein. Jetzt, schreibt das rein. Ja. Genau. Wer aufgepasst hat, es ist Max. Das hat die Frau im Krankenhaus gesagt. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. So ist es. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Gutes Pech, wird wieder 3 Zeichen. Okay, was haben wir da? Da haben wir die Schreibmaschine, mit der er die Briefe geschrieben hat und den Eltern geschickt hat. Zwei Punkel, klar Punkel. Der kennt doch, wer der Metal kennt ihn auch. Zwei Punkel, klar Punkel. Okay, wie findet ihr das Mods, was ich geschrieben habe? Ich finde, es war schon sehr grenzwertig. Entschuldigung. Okay, Maxi hat alles gut. Aber es liebt, dass du das ich so... Ich glaube, ich habe die Identität des Origami-Killers entdeckt. Oh, da ist aber jetzt hier schon... Hier sind genug Beweise, um ihn zu verhaften. Die Poolparty ist aber im Gange, muss man sagen. Was haben wir da? Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. So, Punkel, ich hab's vermisst. Bingo. Es könnte noch nicht zu spät sein, Sean Mars zu retten. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, Rander. Danke, Greeny, für 5 Monate und danke nochmal, Jobe. Oh, jetzt müssen wir raus. Ich komme nicht raus. Ich sterbe und keiner rettet Sean. Hallo, ist da was da hinten? Entschuldigen, Polizei, Kapuzen von mir. Lassen Sie mich aus, ich möchte da nicht hier sein. Oh. Ist ein Hohlraum. Nein, ich habe gerade gegen den Kopf... Nee, ich sage nicht, das ist eine Beleidigung. Was? Bei Abstimmen mit den Modes, was sollen die nehmen ohne Subspiel? Oh, ich meine, jetzt ist eh wurscht. Jetzt könnt ihr das eh schreiben, ne? So, okay. Wie komme ich raus? Scheiße, wie komme ich nochmal raus? Warte mal. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit, mein Interface. Raus damit. Hat eh nur 200 Euro gekostet. Dagegen. Okay. Randale!
Mehr Urlaub! Viertageswoche! Höherer Lohn! Dienstwagen! Auf! Bin durch, bin drin. Mehr Geld. So, rein da durchs Loch hinein. Oh, hopp. So, wir sind jetzt im schönen Badezimmer. Oh. Ich habe vielleicht noch eine Chance. Oh, shit. Oh, oh. Mocht der Hock. Oh, oh, oh Gott. Ah, das darf ich nicht verhauen. Ah, ich habe das einmal verhauen. Ich kann mich erinnern. Schon eine Weile her, aber ich... Ah! Warte, ich kann gerade nicht. Danke vielmals für den Sub, mein Schatz. Warte mal, Scheiße. Denk nach, Matt. Ich muss mich irgendwie. Danke, Jessie, fürs Gifte Sub. Dankeschön. Vielen Dank, Jessie. Gib's mal bei dir. Dankeschön. Dankeschön, Jessie. Herzlich willkommen. Danke fürs Gifte Sub. Ich muss aufpassen. Springen wäre Selbstmord. Ah, dann lieber nicht. Was anderes, Madison. Lieber nicht. Nein, ich springe. Okay, lieber nicht. Ah! Oh Gott, das wird die Vorhang schlagen. Ich hab's gewusst. Okay. Ich kann nicht aus dem Fenster springen. Ich würde sterben. Ah! Oh Gott, was muss... Ah, okay, ich weiß. Okay. Ah! Oh Gott, das Gaskanister da hinten. Oh. Ich ersticke. Die Luft verbrennt meine Lungen. Okay. Die schöne Kasse, da steht World Greatest Dad. Oh, oh Gott, oh. Rüber. Up. Sehr schön, stabile Leistung. Okay. Ich beeil mich. So. Oh, oh. Okay. Seht ihr, der Gaskanister geht gleich los. Der Gaskanister. Boden ist Lava, wortwörtlich. Wir müssen da rein. Schnell. Wieder Indiana Jones. Überlebt man das eigentlich? Könnte man das überleben? Glaube ja nicht, okay. Wie ist die da raus? Ja, ist ein Spiel. Oh Gott, was machen wir? Wir rufen... Jaden ist unterwegs. Jaden ist der Polizist, der ist unterwegs. Was machen wir? Sie war ja im Dings drin. Bullen anrufen? Nee, die sind ja auch unterwegs. Ich glaube, wir müssen niemanden anrufen, weil wir alles richtig gemacht haben. Weil Jaden, wenn er den Hinweis nicht findet, könnte sie ihn anrufen und er wäre unterwegs. Aber wir wissen, dass er unterwegs ist. Allein. Ich weiß, wo Sean Mars ist. Go for it! Ich habe keine Zeit zum Telefonieren. Ich mache das auf eigene Faust. Versuch es doch mal mit Puppen schön und mach ein Interview. Go! Ich muss dahin. Ich gehe hin! Abwarten, wie ich gehe hin! Ich gehe hin! Ich würde auch für den Little Mermaid für die auch losfahren und für den Avatos. Wir fahren alleine hin, Jack. Oh. Streeper! Servus, Streeper, danke schön. Was, ich bin neu bei Twitch. Hab dich durch die Fassmacher mit Bad und Kronkling gelernt. Mag den Dialekt von dir, bist du nie dabei. Streeper, danke schön, mein Schatz. Streeper, herzlich willkommen. Danke für die Unterstützung. Danke dir. Die sind ja beide auch süß, oder? Danke schön, Streeper. Danke schön. El Cabrone, sie begrüßt uns wieder. Vielen Dank, Streeper. Danke schön. Vielen Dank. Danke dir. Leute, ich muss euch wirklich nochmal am... Ihr wisst, was vorher war, oder? Ihr seid eh auch noch da. Vielen Dank. Danke schön. Auch nochmal danke, Streeper. Danke schön, Streeper. Oh. Jetzt sind wir da. Wir sind am Lagerhaus. Was spielst du jetzt den Sohn? Streeper, danke schön noch einmal. Und liebe Grüße aus Duisburg zurück. Ich komme ursprünglich aus Wien. Wir sind da, Chat. Jetzt fügt sich alles zusammen. Wo ist mein Sohn?
Gib mir meinen Sohn wieder! Avatos, danke! Oh, danke! Da sind wir! Chat! Schon! Ich suche meinen Sohn. 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 Wollte ich einfach, ich bin noch nicht fertig. Aber gut, wir machen weiter. Wo ist mein Sohn? Wo ist er? Das Gift tötet mich in ein paar Minuten. Ich muss Sean schnell finden. Oh Gott, hab ich ganz vergessen, das Gift! Sean! Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Oh, da unten! Sean! Du schon seit langer. Langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Das war damals, als der Sohn gestorben ist. Diese Morde. Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie's, die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Elkerbrunn! Oh Gott, Elkerbrunn, danke schön! Elkerbrunn! Da ist der Chat! Gib ihm! Jetzt sind wir da, Chat, jetzt geht's los! Vorwärts, Chat! Chat, gib ihm! Danke nochmal, Elkerbrunn, mein Schatz, wie geht's dir? Auf! Auf! Scheiße, das Schloss ist zu! Hallo! Ich hole dich hier raus, Sean. Hallo? Was kann ich tun? Fuck. Hallo? Ah, da. Okay. Und mein Sohn ist da drin. Hol ihn raus. Hol ihn raus. Go open! Open the gate! Raus! Okay. Chain! Go, Chain! Jetzt geht's los, Chat! Jetzt ist der Final Countdown! Der Final Showdown! Jetzt geht's los! Oh. Warum schießt ihr die? Warum schaut ihr direkt nach oben? Die müssen doch so in das Fernsehen geflogen kommen.
Oh Gott, Stein! Oh! Come up! Oh, Scheiße! Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährlich. Der Befehl lautet: Schießen ohne Warnung. Ich wiederhole: Schießen ohne Warnung. Ash, okay. Scharfschützen bereit? Ja, Madison! Warten aufs Kommando. Perfekt. Madison! Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Geh wohl, wie geht's dir? Okay. Entschuldige, Polizist! Hey! Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Oh, oh. Oh, Scheiße, nein. Oh. Oh. Bam! Bam! Power! Power! Terra! Karateüberschlag, Z, wie ich es gelernt habe im Dojo! Karateüberschlag, Z! Oh, Scheiße. Was ist jetzt los? Karateüberschlag! Wach auf! Nicht, Sean, bitte! Atme! Du musst atmen! Wach auf! Wach auf! Oh, was nochmal? Oh, komm jetzt! Wie oft? War das so oft? Bleib bei mir. Sean. Oh Gott, sag ich. Oh. Man kann es auch verhauen. Man kann es auch verhauen. Oh. Man kann es auch verhauen. Oh. Du bist sich nicht tot. Das kann auch schief ausgehen, ich sag's euch wirklich. Dad, ich hab gewusst, dass du mich rettest. Man kann das verhauen. Aber trotzdem. Oh, das Gift, Scheiße, ja. Okay. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Okay. Danke, Lacrima. Okay. Das war... ganz kurz. Das war, also das Gift war auch nur ein Test, ob er sein Leben opfern würde für seinen Vater. Ne? Das war, also für seinen Sohn, das war ein Test. Ne? Also, es war gut, dass sie es genommen haben. Es war ein Test, es war nur ein Test. Ne? Vielen Dank, Lacrima, für 10 Gifte, das ist so verrückt. Und Doki, 30 Monate, Doki, Dankeschön. Und was drin war, weil es tat ja weh. Das ist, es gibt ein paar Logikfehler in dem Spiel, das stimmt. Danke nochmal, Lacrima, Dankeschön. Es ist auch ein weiterer Logikfehler, warum man den Origami in der Hand hält. Das ist, es gibt ein paar Logikfehler in dem Spiel, also ich kenne das alles. Vielen Dank nochmal, Lacrima, Dankeschön. Oh, Plot, es waren 61 Minuten, nicht 60. Danke nochmal, Lacrima. Dankeschön, herzlich willkommen. Wo kommst du denn auf einmal her? Danke. Und danke nochmal, Doki. Dankeschön. Ganz kurz. Aber es ist noch nicht vorbei. Denn die Sword-Einheit ist draußen. Ich sag nur, wie es ist, gell? Vielen Dank, Lacrima. Dankeschön nochmal. Vielen Dank, mein Schatz. Danke dir. Geht's auch einmal gegen dich. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und danke auch nochmal für Streep und El Capron. Dankeschön. Schaff sie verdammt nochmal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war nicht. Ja!
Chat, jetzt müssen wir uns jetzt... Konzentration! Verdammte Scheiße! Was jetzt, Lieutenant? Achtung an alle, nicht schießen, ich wiederhole. Danke nochmal, Lacrima, danke schön, Lacrima. Madison? Was ist los? Die Cops, sie sind da draußen, sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein, ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu, wir gehen zusammen da raus mit erhobenen Händen, dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Eve. Okay. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Oh, wir sind noch nicht durch, Chat. Jetzt, File Countdown. Showdown. Ha! Bam! Aua! Chat, soll man helfen oder nicht? Helfen oder nicht? Soll man helfen oder nicht? Wir können jetzt helfen oder nicht? Helfen, 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 ja. Ja, okay, gut. Raus mit den Viechern, okay. Wir sind nicht so wie er. Ja. Er soll richtig leiden. Genau, Dr. Apfel, so ist es. Okay, versuchen wir wenigstens, genau. Deathmatcher, danke für 10 Monate, gut wie ich spiele. Da, schau dir die, ich lade die ganzen Videos auf meinen Zweitchannel. Würde mich freuen, wenn du das vielleicht nachschaust. Danke, Deathmatcher, danke dir. Das einzige Zusammenhang, den ich nie verstanden habe, ist, warum der Vater immer diese Blackouts hatte. Wenn es regnet und... Ja, das, es gibt ein paar Logikfehler, stimmt schon. Also, vielen Dank, mein Deathmatcher, danke. Und Grisch, vielen Dank. Okay, Chat, wir helfen, wir helfen. Wir helfen, wir sind nicht so wie er. Aber er ist wie er. Gemacht. Alles richtig gemacht. Krass, dann bin ich. Das haben wir gut gemacht, Chat. Das haben wir super gemacht. Wir haben... Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Maas.
der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Dankeschön. Vielen Dank, Mikamokus. Dankeschön. Und das ist jetzt unser neues Haus. Boah, nur da Zimtless können wir uns nicht leisten. Aber es ist ein schönes Haus. Da würde ich nicht nein sagen. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Die Küche ist ein bisschen schier, aber sonst ist voll okay. Die Säule finde ich schön. Oh, und er ist mit der Madison zusammengegangen und hey, ist jetzt Dad, mit ihr zusammen. Ich habe mein Zimmer gefunden. Das ist schon lieb. Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Keine Wände nehmen wir. Na. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir so wie alle ihr. Drei. So wie ihr, meine Schätzchen, habt es auch ihr verdient, glücklich zu sein. Schönes Ende, oder? Unser Gast zieht diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend. Und ich? Jetzt ist nämlich das... Haben wir uns der Droge hingegeben oder haben sie wir weggegeben, Chad? Was haben wir gemacht mit der Droge? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht mit der Droge, Chad? Was haben wir gemacht? Weg damit! Wir brauchen das nicht! Das Teufelszeug! Nein! Monkdong, du hast recht, aber du hast mich nicht vergessen, das weiß ich. Weg damit! Schlaf dann, genau, so. Aber... Schön die Umwelt verschmutzt. Ja, okay, da ist es vielleicht mal okay. Er hat Kinder gerettet. Da darf man das. So, er ist anscheinend befördert worden, sehe ich jetzt gerade. Klar, das ist mir gar nicht aufgefallen damals. Und er ermittelt immer noch. Wir brauchen nur Y-Food. Danny speaking, hallo, wie geht's? Ich kann das kurz erklären, was das war. Alles Gute, mein Schatz, alles Gute zum Geburtstag. Und sie war ja mit Scott Shelby schon fast zusammen, ne? Und Scott Shelby hat er quasi war mein ihren... Sohn, Scott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott?
Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Ich meine, da gehört schon viel dazu, den Sohn von einer Frau zu töten und dann mit der zusammenzugehen. Ne? Das ist halt schon... Ne? Deswegen wollte er auch nicht, dass sie... Das kann gut sein, das stimmt. Er wollte ihr ursprünglich gar nicht, dass er ihr hilft, dass sie ihm hilft, das stimmt. Das könnte deswegen sein. I want to see them again. I'm a father too. Chat, wir haben es durchgespielt. Das wäre passiert, wenn wir den getötet hätten. Also, wir schauen uns gleich die Enden an, wenn ihr wollt. Wir schauen uns gleich die Enden an. Und was ich gemeint habe, wollt ihr das gute Ende haben? Und, also das gute schlechte oder das schlechte gute? Und das zeige ich euch, warum ich das gemeint habe. Ich werde euch die Enden gleich zeigen. Ich zeige euch meiner Meinung nach das beste Ende am Spiel. Zeige ich euch gleich. Weil das war das schöne, gute, schöne Ende. Aber ich finde das tragische Ende fast noch ein bisschen besser. Das war das beste Ende, was man hätte freischalten können. Scott Shelby ist gestorben. Die beiden sind zusammen. Er hat seinen Sohn wieder. Norman Jaden hat überlebt. Und ja, also wir haben... Madison hätte auch sterben können. Also noch einmal, was machen, ein bisschen leiser. Gottes Willen, Edith und nicht! Blaschitesch, danke schön! Danke! Oh, Leute, ihr seid so großzügig. Blaschitesch, vielen Dank! Auch noch einmal, ich muss am Ende noch einmal bedanken. Auch noch einmal bei Pandreigon, wenn er noch da ist. Danke, Blaschitesch, vielen Dank! Vielen Dank! Danke vielmals für die Unterstützung. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Alle hätten sterben können wie bei Detroit. Genau, alle hätten sterben können. Alle. Ich finde, die Mutter fehlt im Ende, also dass man sieht, dass sie ihr Kind wieder hat. Nee, das war eine andere Frau, glaube ich. Warte mal. Und wieso waren bei Norman die Panzer am Ende? Also, es gibt keine offizielle Erklärung, aber meine Version war, dass... Er hat ja überlebt und er hat ja weiter ermittelt. Und wir wissen, dass... die Musik ist ein bisschen anstrengend fürs Ende. Habe ich damals schon gefunden. Ich glaube, dass... Oh Gott, das will ich nicht. Enas, ein Superfinale. Danke, Enas. Danke, Leute, was ist denn? Dankeschön. Vielen Dank, Enas und Blanche. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich werde das hochladen, aber danke. Ganz kurz. Ich glaube, die Halluzination hat er, weil er weiter ermittelt hat. Er hat weiter ermittelt, er hatte weiter die Brille benutzt und ich glaube einfach, dass am Ende dass das einfach dazu geführt hat. So, die Brille ist einfach nicht gut für ihn und es soll zeigen, dass seine weitere Ermittlung trotzdem, dass das trotzdem... Boosty-Boost, danke für 300 Pixel, dankeschön! Dankeschön, sehr schönes Spiel, sehr gute Nacht. Danke, Boosty-Boost, mein Schatz. Also, dankeschön. Ich weiß noch, also wie gesagt, also ich glaube, dass einfach diese Brille hat einfach zu große Nebenwirkungen gehabt und deswegen hat er den Panzer gesehen. Es ist trotzdem das beste Ende. Du hättest nämlich auch sterben können. Also ich zeige euch eh gleich die Enden, aber er hätte auch sterben können. Ich will euch nicht alles zeigen und verraten, weil dann helfen wir dem Entwickler auch, wenn das vielleicht nochmal selber spielt. Aber er hätte auch sterben können. Gottes Willen, Siri, danke schön, hallo, Buzi, noch einmal vielen Dank für die tolle Unterhaltung und dass du einem gleich auf andere Dank. Oh, danke. Och, Leute, ihr seid so lieb heute. Was ist denn los? Oh, Siri, danke schön und grüß mir den Witcher. Siri. Dankeschön! Danke nochmal, Siri, danke, Inas und Blasches, vielen Dank und danke nochmal, Dark Lord vom Kumpet Wombat, danke dir, danke für den Thriller, danke fürs Zuschauen, dankeschön, vielen Dank, Lord Herr Vader, danke Herr Vader, also, okay, warte, können wir das überspringen?
Kann man so springen? Nee, muss man. Okay, wir warten kurz. Wir warten kurz. Es ist wie im Kinofilm, da bleibt man auch sitzen. Dankeschön noch einmal. Vielen Dank, Wombat Comet, Siri, Inasu, Pusti, Pust, Plaschisch. Dankeschön. Pass auf, ich zeige euch das. Ich zeige aber mein. Also, genau. Ich zeige euch das, was ich am besten finde. Das beste Ende. Habt ihr eh noch Lust und Zeit? Wolke, ich zeige euch jetzt noch die anderen Enden. Also, ich weiß nicht, ob ich euch alle zeigen soll, weil irgendwie will ich euch nicht alle zeigen, weil ihr sollt es vielleicht auch selber spielen oder sowas, ne? Aber ich zeige euch noch ein paar Enden, wo ich sage, die sind sehr gut. Und das beste Ende, finde ich, was das beste, aber das ein sehr tragisches Ende, aber das finde ich ist das beste. Ja, alle. Ja, also ich zeige euch, finde ich, mein bestes Ende. Du bist nicht mehr. Flara, du Verrückte, danke. Bist du geil? Flara, und genauso wie Flara, danke schön. Vielen Dank für 5000 Pixel. Ich kann doch auch das Bad Ende zeigen. Flara, bitte, danke schön. Und ich hoffe in deinen Job. Ich hab's nicht gelesen. Aber Flara, ich hoffe, dass es vielleicht besser wird. Gib dem einfach noch ein bisschen eine Chance. Im Job ist vielleicht nicht alles immer in der ersten Minute so geil. Aber warte ab, Flara, aber vielleicht wird's doch besser. Flara, übrigens, ich habe eine Pflanzenfrage an dich. Vielen Dank nochmal, Flara, dankeschön. Chat, aber übrigens, wie gut, dass ich viel verpasst habe. Ja, wirklich, also kauft es euch selbst, unterstützt es. Es ist ein tolles Spiel, das kam damals 2010 raus für die PS3. Ich habe es damals gespielt und geliebt. Tolles Spiel. Danke nochmal, Flara, mein Schatz. Hätte man den Täter während des Spiels sterben lassen können? Es gibt zwei Leute, die nicht sterben können. Das ist einmal Scott Shelby, weil er ist halt der Mörder, ist ja klar, ne? Gottes Willen, er doch nicht. Black Widow, hat so viel Spaß gemacht. Danke dir, Black Widow, danke schön. Vielen Dank, Black Widow. Und danke nochmal, Flara, mein Schatz, danke schön. Vielen Dank, Leute, danke schön. Flara, mein Schatz, danke dir. Oh, Leute, vielen Dank. Auch noch einmal, Wombat Comet, Siri, ein Nase und Flaschen. Fabi, danke nochmal für 500 Pixel, Fabi, danke schön. Chunkiller, wie geht's? Danke für immer so mal, Fabi. Fabi, das wollte ich sagen. Ey, oh, da kommen, wie lange dauern denn die Cranes? Leute, was ist? Ich habe doch schon so viel von euch bekommen. Blue Goblin, dankeschön. Ich darf es noch nicht selbst spielen, aber ich könnte es machen, wenn ich. Jesse, dann mach's, dann warte ab. Es läuft dir ja nicht weg. Ne? Danke, gibt's mal die Blue Goblin Bucketing. Danke, Blue Goblin, dankeschön. Leute, was ist denn jetzt los? Nitzel, danke fürs Gift bei den Seahawk und aber Blue Goblin, dankeschön, Leute, vielen Dank. Genau, also ich lasse die Credits kurz aus und dann zeige ich euch das gute Ende. So, ich suche schon mal. Also, ich suche schon mal. Okay. Ey, pass auf, Leute, okay. Ich krieg gerade was Cooles zum Merch rein, aber ich sag's nicht genau weiter. Danke nochmal, Eckblock, Goblin, Nislex und Fabi. Dankeschön. Vielen Dank. Wären die beiden auch zusammengekommen, wenn sie sich nicht geküsst hätten? Nee, dann nicht. Die beiden wären nicht zusammengekommen, wenn man sich nicht geküsst hätte. Pass auf. Wer kann noch nicht sterben? Es kann Scott Shelby und der Hauptfigur kann nicht sterben. Okay, wir haben's.